Ja, wir kommen zum neuen Video. Und zwar geht es heute mit dem 500er weiter. Wir wollen den jetzt nochmal messen. Wir haben ihn ja vom Raphael erst abgeholt. Ich bin die ersten 50, 100 Kilometer, so zwischen 100, 120 gefahren und dann die 100 Kilometer drauf, dann so 120, 140. Und erst in den letzten 50 Kilometer habe ich mich eigentlich wirklich getraut. Ich bin halt vorsichtiger, ne? wenn alles neu ist. Dass ich auch mal wirklich mal von 120 ab hoch beschleunigt habe. Und ich muss sagen, das Ding ist ein riesen Unterschied zu vorher. Übel. Früher hat es so bei 160, 180 schon ein bisschen abgehakt. Ne? Hatten wir beim Zeitenmessen, dass bei 180 irgendwie ja. So eine Drossel drin war, gefühlt. Und wir hatten da 17,9 gemessen. Mhm. Also gefühlsmäßig zieht er von 120 bis 240 an einem Strang durch. Also wirklich perfekt, sage ich mal. Klar ist jetzt kein Turbo-Feeling jetzt drin, ja, wie sonst, aber dafür zieht er halt oben raus sehr gut, da merkst du halt die Hubraum. Ne? Was liegt heute an? Radio einbauen, endlich mal. Die Dinger hier wegbauen, bloß Leon. Ich finde die cool. Ja, aber guck mal, was drunter ist. Was ist drunter? Ein Klebezeug. Yay. Rubbel, rubbel, ne? Rubbel, rubbel. Also sobald ich die Dinger jetzt hier weggemacht habe, machst du nicht kaputt. Und sauber hab. Boah. Ich dachte, es sind nur mit den Klammern fest hier. Mhm. Weißt du, hier? Ja. Aber das alleine ist es nicht. Die sind auch noch schön geklebt worden. Was ich noch gekriegt habe, ich habe ja an der am Holz. Nein. Jetzt ist er kaputt. Jetzt darfst du halt die ganzen Klebereste hier wegmachen. Am besten guckst du mal von der anderen Seite mal rein. So, siehst du das hier an diesem Holzen, diese Risse? Ja, sind so. Ja. Sieht man das? Ja. Jetzt habe ich das vom Wurzelholz 24 bekommen, guck mal. Von der Farbe her ein bisschen dunkler. Mhm. Kann man jetzt nicht so gut ausgeglichen sein. Aber passt dazu. Ja. Mehr jetzt das hier. Guck mal. Mhm. War das hier zu hell? Ja, weil meine Überlegung war, ob ich die jetzt hier, was ich damit machen soll, ob man die komplett, die was Risse haben. Also gibt es die Firma Wurzelholz 24, die tun die, glaube ich, auch aufbereiten. Da hat mir mal einen Teil mal geschickt, dass ich das mal probieren kann. Mhm. Ob es vom Farbton her passt. Oh, krass, ne? Mit so auf Aluschiene. Oder ist es nur Muster? Ich weiß nicht, sieht eigentlich schon relativ. Passt, also optisch ja, passt es ja. Da direkt rein. Ja, und hier an der Mittelkonsole habe ich das gleiche auch. Praktisch hier bei dem Teil hier sind auch so leichte Risse drauf. Mhm. Gut, ob man da jetzt was machen oder original lassen. Was ich da noch gefunden habe. 85.000 Kilometer im Jahr 19. 22.11. Okay, ja. Also ich habe mir vorgenommen, alles was japanisch ist, japanische Schriften zumindest mal im Auto wegzumachen. Da ist was an der Sonnenblende noch dran, da an Gangschaltung ist da was dran, dass ich die wegmache, dass ich das einfach nicht sehe. Also ist jetzt nicht so, dass es mich jetzt mega stört, aber... Willst du nicht original haben, so wie er in Deutschland es macht? Ist besser, wenn ich es nicht sehe. Egal warum, wieso, weshalb. So, jetzt machen wir die restlichen Dinger hier weg und dann Radio schon einbauen. Bin gespannt, ob das funktioniert oder ob wir da irgendwas komplett alles neu machen müssen. Und dann geht er eigentlich auch zum Lackieren. Das heißt, nach der 100-200 Messung geht er zum Lackieren. Und zwar mal hier. Mhm. Ist das? Und hier? Die typischen. Aber fürs Alter eigentlich noch relativ okay, ne? Ja, aber wenn man das dann neu machen kann. Aber guck mal, den ist schon komplett gut lackiert, ne? Den ist schon zerlegt alles ja. Hier. Und was mir auch nicht gefällt, ist das hier. Also im Prinzip muss der komplette Dachbereich, weil hier siehst du es auch immer hier innen drin, da wurde mal nachgearbeitet irgendwas. Dass man einen kompletten Dach im Prinzip neu macht. Die Heckklappe muss eingestellt werden. Die hängt hier ein bisschen runter. Auf der anderen Seite war noch was. Als man den einmal zum. Ja, hier siehst du. Die Leiste muss theoretisch jetzt mal einmal weg. Und dann einmal im Dachbereich alles neu machen. Vor allem vorne siehst du extrem. Siehst du das? Oh ja. Ja, dass man praktisch komplett hier die A-Säule bis zur C-Säule
Dachbereich einmal bei Kohl neu machen lässt. Und gut an der Tür noch was. Hier ein Kratzerchen. Ja. Dass der halt einfach mal wieder blitzblank. Also komplett lackieren auf jeden Fall nicht. Weil wenn ich ihn komplett lackieren würde, würde ich ihn, glaube ich, wieder silber machen. Ja. Der Silber wirkt der 500er schon geil. Ne? Mhm. Und hier, guck mal, am Fensterrahmen. Da ist auch ein bisschen Lack abgegangen durch das Ding. Ja, jetzt warten wir mal ab. Und dann freue ich mich schon zum Fahren. Also er lässt sich im Gesamten viel geiler fahren, viel angenehmer fahren. Und natürlich unabhängig jetzt von der Leistung jetzt, sondern allein, du hast ja die Motorlage auch schon gesehen. Also gute Arbeit, Raphael. Wirklich gute Arbeit. Jetzt, wenn er die Zeit bei uns auch noch knackt, der Raphael ist ihn ja schon gefahren. Wir fahren aber da, wo wir zuletzt gefahren sind. Und dann werden wir auf jeden Fall einen direkten Vergleich sehen. Und dieses Frontblech hier muss natürlich auch beim Kuhl lackiert werden. Es wurde anscheinend deswegen nicht lackiert, weil die ganzen Original-Schriftzeichen drauf sind. Aber die interessieren uns ja sowieso nicht. Hier steht ja eh alles japanisch. Das ist für Klima. Braucht aber auch kein Mensch. Das hier lassen wir dran. Dazu mal einfach überlackieren und fertig. Sollen wir denn wiegen? Können wir machen. Sagt ihr, wiegen ja nein. Könnt ihr nicht entscheiden. Ja, nein, wenn, dann muss man es jetzt gleich machen. Das ist ja kein Live-Ding. Die Dinger sind mit weg, übrigens. Aber. Hat Spaß gemacht, was macht man mit Blase? Ja, Blase kriegt an den Finger. Muss ja alles so wegrubbeln, aber alles ist nicht weg. Muss alles nochmal polieren hier. Guck mal. Gut, so ein Profi-Aufbereiter hätte wahrscheinlich da seine Mittelchen und Werkzeuge. Ja, wir als Reifenhändler rubbeln halt. Ne? Die Leute sagen, ich soll nicht auf dem Boden wiegen. Das haben wir schon 3-4 Leute gesagt, dass da anscheinend andere Werte kommen. Schreibt doch mal drunter, wenn ihr Fachmann oder Fachfrau seid. Es ist schon gescheit, auf dem festen, stabilen Boden, jetzt vorne auf dem Fliesen oder so. Aber wir haben ja alle hier gewogen, fast. Und da drin haben wir schon ein paar Sachen gewogen. Was war jetzt nichts irgendwie total raus, oder? Beim RS6 war einmal ein bisschen wenig. Da war letzten Samstag aus München RS6 da und der hat gesagt, ihn hat es gewundert, weil seiner wiegt 120 Kilo mehr. Er hätte seinen gewogen, 120 Kilo mehr als unserer. War unser Tank leer? Weiß jetzt auch nicht. Ja, der war ziemlich leer. Der war leer? Na gut, dann lass es 30, 40 Kilo sein. Schreibt mal drunter, wenn ihr genau Bescheid wisst, warum. Ob das an so einem Kunststoffboden, aber das ist ja... Ja. Dürfte eigentlich nichts ausmachen, ne? Was steht denn eigentlich in den Papieren? 1750? Ja, wie gesagt, das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Wie wiegen die denn? Mit Fahrer? Voller Tank? Mit Öl? Ich glaube, heutzutage ist genau früher was. 1635. Also jetzt 120 Kilo. Ich glaube, Tank ist halb. Also mit voller Tank und einem Fahrer mit 80 Kilo kommt es hin. Mhm. Dass man da auf die 17,50 kommt. Ja. Also so wiegt der aktuell 16,30. 16,35. So, fahren wir. Versuchen wir den grünen Käfer da zu fangen. Ich hab ihn eingefangen. Nicht so fangen. Guck mal. Komm. Ich habe ihn gerade versucht da zu packen. Dann springt er weg. Oder doch nicht. So tot. Tot? Nein, der ist nicht tot. Ich packe den nur an. Am Bein. Eieiei. Nimm mal. Ei, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Auch weg. Da muss man reinigen. Hier muss man ihn mal putzen. Aber mir war jetzt mal wichtig, dass das Ding technisch absolut in Ordnung ist. Öllicht leuchtet hier. Aber das liegt daran, dass wir noch ein Kabel brauchen. Stimmt, das hat der Raphael im letzten Video erzählt, dass richtig, da ein Kabelbaum. Also Öl ist drin, Öldruck ist da, funktioniert alles einwandfrei. Es liegt nur an dem Kabel, der kriegt halt gerade keinen Kontakt. Achsvermessung müssen wir noch machen. Mir war es halt wichtig, dass das Ding in technisch sehr guten Zustand ist. Jetzt ist er in guten Zustand, nicht sehr gut. Ein, zwei Kleinigkeiten müssen wir auf jeden Fall noch machen. Radio ist auch schon drin, mit Bluetooth. Sieht nicht zu modern aus. Bisschen vielleicht, bisschen zu modern, ne? Ja, also aber auf jeden Fall Bluetooth. Um Welten besser als das, was vorher drin war. Mich ärgert das jetzt nur, dass da noch hier habe ich ja das Ding, da war ja so ein Teil,
verbaut. So ein Kartenleser oder ja, so für die Mautkarte, ne? Da hat er mir, da hat der Japaner mir vier Löcher reingemacht, so kleine, relativ klein. Fällt zwar nicht arg auf, aber ich glaube, ist sinnvoll, wenn man die irgendwie stopft. Mhm. Gibt es ja wahrscheinlich so Reparaturkits. Ja, da meinst du, dass man das Teil komplett unten neu bekommt vielleicht? Nein. Oder gebraucht? Das ist so eine komplette Verkleidung hier drunter. Ja. Ja, muss mal gucken. Das Teil ist jetzt noch so, also innen ist fast alles gut. Da überlege ich mir, unser Levella-Ding drauf zu kleben. Mhm. Wir haben ja ungefähr in der Größe was da. Und dann ist schon eigentlich in Ordnung. Ja, technisch dann perfekt, außer Spureinstellung. Siehst du, das Lenkrad ist ein bisschen noch schräg. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und mit KW sind wir ja auch in Kontakt, was Gewindefahrwerk betrifft. Weil ich finde es halt schade, dass es für dieses Fahrzeug wirklich noch kein Gewindefahrwerk gibt. Gibt es ja von H&R ein Kappfahrwerk, leider aber nicht für diesen 500er, sondern nur für die kleineren Modelle, also ohne Niveauregulierung hinten. Ich glaube, damit kannst du gut runterkommen. Das ist eine gute Alternative, wenn du keinen 500er hast. Aber das, was wir halt haben möchten, wird wahrscheinlich mit dem Fahrwerk nicht gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob beim 124er das gleiche ist wie beim 190er, dass du diese Gumminoppen. Aber ich wüsste ja nichts darüber. Weiß ich jetzt auch nicht. Weißt du, was ich meine? Hm. Beim 190er gab es ja 1 bis 4. Ja. Und mein Tacho zählt jetzt nicht mehr. Ich habe beim Raphael da hinten irgendwo getankt. Mhm. Dann habe ich 0 gemacht. Aber auf der Hinfahrt ging's. Hm, ja, sonst ging's. Das heißt, Tageskilometerzähler hat sich irgendwie gar nicht geht. Der obere geht auch nicht. Jetzt bescheißen wir uns noch mehr um Kilometer. Sauber. Vielleicht war das ja schon mal ein Problem und meins? Der bleibt alle paar hundert Kilometer mal stehen. Kann ja sein, dass... Die ganze Hinfahrt ist gegangen. Die ganze Hinfahrt. Ja, das ist ja so ein Mitnehmersystem, wo dann halt diese einzelnen Zahlen sich immer wieder bei gewissen Umdrehungen mitnehmen. Kann ja sein, dass irgendwo so eine Zacke abgebrochen ist und der deshalb hängt. Ja. Gibt es bestimmt auch Leute, die uns da vielleicht jemand empfehlen können, weil ausbauen muss man dann sowieso, gerade wegen dieser ganzen Dinge, dass man das einfach nur mal frisch macht, weißt du, diese ganzen Punkte hier, ja, sieht so ein bisschen porös aus, dass man das frisch machen und dann anschließend sowieso lackiert und dann vielleicht ein Tacho gleich zur Reparatur schickt, also vielleicht gibt es ja jemand, der das reparieren kann und dann tun wir den Zähler auf jeden Fall hochsetzen auf 200, ja, oder? Er sagt ja auch um die 200. Raphael sagt, 200 könnte er haben. Dann machen wir 200 und beim Verkauf sage ich plus minus. Plus minus 200. Plus minus 200. Suchst du dir aus? Meinst du das? 400 glaube ich jetzt nicht. Nein. 400 nicht. Plus minus 50 vielleicht. Ich denke wirklich 250. Dann aber trotzdem gepflegt dafür. Ja. Das muss man dazu sagen. Ja, der Zustand ist ja mega. Ja. Vom jetzt, wenn die Technik wieder richtig fit ist. Ja, der lässt sich schon ganz anders fahren. Du merkst jetzt nichts mehr. Vorher habe ich halt, wenn du vom neuen Auto und ins alte Auto einsteigst, nimmst du das einfach in Kauf, dass der vielleicht nicht so rund läuft. Ja. Aber er kann auch so rund laufen, wenn alles repariert ist. Ne? Ja, für mich, also wo wir hier eingestiegen sind und beim letzten Mal gefahren sind, war es ja voll okay. Ne? Also eigentlich komfortabel, wir haben uns ja darüber gefreut, dass es so gemütlich ist und alles. Ja. Oh, ich muss euch auf jeden Fall nachher schon noch einen Grill zeigen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich den Grill, was da jetzt gerade drin ist, weil der fehlt eh eine mittlere Strebe, die hat ja vorher schon gefehlt, ob wir den Grill tauschen gegen einen anderen, ich zeige es euch nachher mal, oder ob wir den drin lassen sollen. Und unsere Auspuffanlage ist noch nicht da. Ne? Mhm. Dann wird der Klang noch brutaler, ob wir den so lassen oder ob wir das in den anderen 124er reinbauen, wissen wir noch nicht, zumindest hören wir uns das mal an oder ihr hört es euch mal an. Das ist die Eisenmann gewesen, ja? Wenn wir jetzt die mit TÜV oder ohne? Fürs Video haben wir die mit TÜV bestellt. Ja. Wir sind gleich in Polen, bis gleich. Also wenn wir den mit einer guten Zeit erwischen, also 17.9 war das letzte Mal, nach einmal messen. Und dann gab es ASR-Probleme und jetzt probieren wir nochmal, wenn es... Wie geht es euch eigentlich im Alltag? Bei uns ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Es war mal so nach Ostern, war mal gut, aber jetzt spürst du wieder überall die Anspannung wieder ganz komisch halt. Ja. Ich weiß es nicht, wie man mit der Situation umgehen soll. Schreibt mal rein, wie es bei euch gerade läuft. Gut, es gibt ja Branchen, die laufen gut. Es gibt Branchen, die laufen nicht gut. Begrenzt, ja, bis zur Baustelle wahrscheinlich.
Aber Tunnel können wir ja ein bisschen mal Sound checken. Also er hört sich jetzt gut an. Der Topf, der krumme Topf von damals ist immer noch drin. Ist jetzt ein anderer Mitteltopf drin. Auch original. Ja. Aber der ist besser. Hört man den so schon? Nee. Nee, hörst du nicht. Also Innenraum merkst du keinen Unterschied. Nee, aber von draußen. Das ist auch eine Gewöhnungssache, gell? Dass immer Licht einschalten muss und ausschalten muss. Ja. Krass, wie man sowas verlernt, wenn man moderne Autos auch nutzt. Ja. Wenn man aber mal wieder drin ist, dann geht es auch gut. Ich sehe gerade Baustelle. Wir können mal Videos einblenden oder was wir früher immer so gern umgebaut haben. Nur so kurzen Schnitt. Mal einblenden, was wir früher so alles umgebaut haben. An Sportwagen. Da gehören jetzt M, AMG und RS-Modelle alle dazu. Teilweise machen wir das ja immer noch, aber wir haben ja irgendwann angefangen mit diesen alten Autos. Das hat jetzt auch seinen Grund, warum. Weißt du den Grund, warum? Außer, dass ich ein bisschen an alte Erinnerungen so hänge. Weiß ich nicht, erzählst du einfach. Weil wir, also ich merke das, dass du zum Beispiel an einem Porsche GT3 darfst du ja eigentlich nichts machen. Wir haben aber ein bisschen was gemacht, und zwar Federn und Felgen. Damit sieht das schon so gut aus. Das heißt, wenn du jetzt noch irgendwas dran änderst, versaust du das Auto jetzt im Prinzip. Das hat sehr schnell too much dann, ne? Es gibt ja zum Beispiel auch nichts für ein GT3 zum Umbauen. Vielleicht gibt es noch so Carbonlippe mal oder da oder jenes. Aber es gibt ja im Prinzip für die neuen Autos wirklich sehr, sehr, sehr wenig Sachen im Zubehörprogramm. Gut, vielleicht AMG, M und so, jetzt Carbon. Die gibt es aber auch mittlerweile auch original. Aber bei diesen alten Autos, da hast du halt ein richtig Potenzial, finde ich. Dass du aus dem Auto wirklich viel ändern kannst, optisch umbauen kannst, das stört dann auch nicht, wenn du es immer ein bisschen so originalgetreu machst, außer beim anderen 124er, da werden wir ein bisschen spinnen. Aber ich finde es halt geil. Guck mal, ein 2er Golf, was du da alles umbauen kannst jetzt, ne? Was machst du denn beim 7er Golf heute? Standardprogramm ist halt immer. Ja, Fahrwerk, Felgen, Folie. Und das Lackieren, das ist ja auch echt untergegangen. Ja, aber warum soll man lackieren, wenn man folieren kann? Stimmt schon, wenn der Lackzustand im Prinzip gut ist, wäre es auch Blödsinn, umzulackieren. Da gehst du schon, verkaufst dein Auto und kaufst einen schwarzen Beispiel. Ja. So, ich fange jetzt mal bei 85 an. Geschaltet. Von dritter Gang bin ich los. Das macht schon viel aus, wenn es in den Gang voll. Vielleicht lag es da dran. Also ich fahre das Ding ja nicht jeden Tag, bin auch nicht die letzten 30 Jahre damit gefahren, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie man mit Denne am besten 100, 200 misst. Eigentlich sollte man Raphael nochmal fragen, aber 14,4. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Zeit im Vergleich zu vorher. Aber merkst du, wie es ja, marschiert? Klar. Der war ja wirklich vorher bei 180 wie so ein Cut. Ja. Und jetzt geht er durch. Sollen wir mal Tacho mal filmen? Ja.
Vor allem die ASR-Lampe war nicht an. Oder ist nicht angegangen. Fußmatte sei Dank. Den hast du schon mal bestellt? Den habe ich als Zubehör bestellt. Aus dem einen Grund, weil der hier vorne schwarz ist. Weil uns fehlt hier die Strebe, siehst du das? Die fehlt hier. Ich weiß nicht, ob man die einzeln kriegt, ich glaube aber nicht. Jetzt ist halt die Frage, hier ist er schwarz, da ist er grau. Am besten, du guckst mal von vorne. So besser. Oder so besser. Also ich finde so um Welten besser. So? Voll. Gibt dem Ganzen viel mehr Tiefe. 10-mal besser. Okay. Was sagt ihr? Ja, einfach mal schreiben. Eigentlich, ich hätte auch eigentlich das Ding hier genommen. Und was wir jetzt auch vorhaben. Kommst du da raus aus der Führung? Was wir jetzt auch vorhaben, das oder beziehungsweise diesen Grill hier, das hier in matt zu machen. In schwarzmatt. Und das wollten wir mal pulvern, ob das auch funktioniert. In Schwarzglanz jetzt. Ne? Mhm. Wir müssen auf jeden Fall mal strahlen, dann ein bisschen anpetten und dann pulvern. Vielleicht noch mit dem Haftgrund vorbezahlt worden. Ne? Wäre nicht schlecht, wenn wir einen haben. Zur Grundierung. Ja. Okay, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.